Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge 329 von Simotrans. Ja, Ziel dieser Folge sollte sein, diesen Bahnhof oder welchen Bahnhof den anderen, der da rechts neben ist, diesen Bahnhof umzubauen. Aber dieser hier, der hat schon öfter hier einen Stau gehabt, deswegen bin ich am Überlegen, dass wir das hier machen. Und dafür würde ich sagen, machen wir jetzt das Intro und legen dann gleich los. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Was machen wir hier? Wie können wir es am besten machen? Das ist die Frage. Wir wollen definitiv von einer Seite einfahren. Das ist hier. Und wir wollen nicht. Ja, wir wollen hier nebenher fahren, würde ich sagen, ne? Das machen wir als erstes. Wir fahren mit diesen zwei Gleisen vorbei an dem Bahnhof. Und dieser Bahnhof ist sozusagen die Einfahrt. Diese Gleise werden dann zum Hauptbahnhof. Das bedeutet, wir werden jetzt hier etwas umbauen. Die untere Einfahrt wird auch definitiv hier oben sein. Ja. Hier haben wir die Straße. Ja, bauen wir erstmal Gleise, ne? Also das muss definitiv da rein. Und der soll hier weitergehen. Dafür muss die Straße verlegt werden. Straße verlegen. 100 km/h ist da. Keine Autobahn. Ich glaube, wir machen es mal gleich von hier aus so. In der Hoffnung, dass das dann reicht. Aber sieht eigentlich so aus, dass es klappen könnte. Okay, reißen dann die andere Straße ab. Die da ist von da nach da. So, die können sich einen neuen Weg suchen. Dieses Gleis wird jetzt hier so weit wie möglich nach da gezogen und geht dann darüber. Gut, Hochspannungsleitung dran. Passt. Da drüben fehlt sie, glaube ich, auch noch dann, dieses kleine Stück, oder? Obwohl, er hat da, glaube ich, gemacht. Wenn, dann wäre es auch egal. So, die haben wir abgedatet. So. Hier machen wir jetzt definitiv ein Gleissignal hin, was in die Richtung geht, nach da. Wir trennen das hier auf. Und hier kann niemand rein und rausfahren, ist auch klar. Wollen definitiv ja dieses hier sowieso zumachen. Lass es mal so erstmal. Kommen wir jetzt mit dem zweiten Gleis da lang, dass dieses wäre. Dann würde ich sagen, reißen wir mal gerade dieses Signal hier weg. Wer weiß, wie rum das ist. Stromleitungen sind hier angesagt. So. Die können jetzt hier definitiv durchfahren und hier hinfahren. Genau. Dann bedeutet das jetzt, dass wir hier Bahnsteig machen. Aber alle Sackbahnen werden das. Das bedeutet, wir werden hier, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das lassen wir erstmal so. Nee, den brauchen wir nochmal und machen das auch weg. Züge können jetzt hier lang nachher vorbeifahren. So, jetzt werden wir diesen hier wegschicken. Einmal die Lupe.
Fahrplan, nächster Halt, tschüss. Und dann werden wir den Zusatz hier entfernen müssen. Jetzt haben wir ein paar Mal das Falsche wahrscheinlich gemacht, aber das ist jetzt auch egal. Das Signal kommt da jetzt gerade mal weg. Bauen das lieber hier hinten irgendwo hin. So, jetzt haben sie erstmal eine Auswahl, die jetzt nicht die ideale ist, aber erstmal da ist. Ich weiß nicht, ob wir 210 haben. Nee, haben wir wohl nicht. Kann man das während des Zuges machen? Ja, kann man. So, das ist ausgetauscht. Das war der. Wird auch ausgetauscht. Passt. Wird auch ausgetauscht. Jetzt kommt da ein Zug, der fährt bestimmt da oben rein, oder? So, jetzt Durchfahrtsgleis hier bauen. So, die können jetzt hier lang fahren, da lang fahren. Und die können noch nicht da lang fahren. Das heißt aber, ich kann dieses hier schon mal auftrennen. Machen wir das mal weg. Und da können wir Bahnsteig bauen, ne? So, passt's. Der fährt noch da lang. Da oben steht einer und wartet. Wer weiß, wo er hin will. Der fährt jetzt vorne in den Bahnhof oder fährt er durch? Wenn er durchfährt, ja, kann er nicht, weil hier unten ja einer steht. Das bedeutet, er hier kriegt jetzt auch die Anweisung wegzufahren, damit wir das hier auch rausnehmen können, ne? Aber das ist irgendwie komisch jetzt gerade. Okay, das wäre das Richtige gewesen. Aber jetzt nicht schlimm, die 210 da wieder hin. Und die Hochspannungsleitung auch dahin. So, er hat schon die Durchfahrt, er hat die Durchfahrt. Okay, Gleise sind da, dass die Züge durchfahren können. Und wir klauen jetzt hier den Anschluss. So, das ist jetzt richtig, ne? Nur das Signal, das Haltsignal, ja, okay, machen wir, lassen wir so, muss halt so erstmal sein. So, und jetzt müssen wir hier noch ein Gleis haben, wo die reinfahren, ne? Dieses ist ja schon nicht verkehrt eigentlich. Können wir da ein drittes nebenher zaubern? Nee, reicht von der Brücke nicht. Ja. Bedeutet, wir müssen die Brücke umbauen. Die muss länger werden. Und jetzt sollten wir die daneben bauen und ein bisschen größer machen. Ich glaube, wir machen es definitiv so. Platz gewonnen sozusagen, ne? So, und dann jetzt kommt da oben noch einer. Jetzt fährt er da auch noch lang, ne? Ist klar. So, er fährt schon die neue Strecke zum Glück. So, passt es da. Da passt es auch. Da stand da ein Fahrzeug. So, die sind sauber durch. Brücke ist größer geworden. Trasse verlängern. Okay.
Dann machen wir das mal so. So. Und so. Die dürfen da schon reinfahren. Und dürfen auch hier rüber fahren, oder? Ja, muss sein. Wenn sie rauskommen, müssen sie da lang fahren, ne? Ach so, rauskommen, reinkommen. Alles klar, da haben wir schon ein nächstes Problem, ne? Dann kann das ja nur die Ausfahrt sein. Jetzt haben wir hier wieder zu klein gebaut, ne? Ist wunderbar, oder? Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann geht es hier weiter. Da weiter, da weiter. Und hier. Müssen wir ja so noch weiter bauen, ne? Okay, gestaltet sich gerade hier ein bisschen schwierig. Okay, das bedeutet, müssen da lang. Doch noch hier lang. Da lang. Okay. Die Gleise müssen wir jetzt entfernen. Definitiv. Ah, ne, wir müssen erst Oberleitungen bauen bei der anderen Strecke, sonst haben wir ein Problem, dass die da reinfahren können. Das ist definitiv hier das Ausfahrtssignal. Kann sein, dass hier unten ein Gleis jetzt fehlt. Ich muss mal schnell noch einen Bahnsteig bauen, glaube. So. Haben wir einen mehr gemacht. Das klappt erstmal. Das ist überfüllt, da können wir jetzt gerade nichts dran ändern. Also könnten wir schon, machen wir aber nicht. Wir fahren hier raus, ne? Machen das hier weg. Und warte mal, hier muss es. Oh, das sieht jetzt kompliziert gerade aus. Ja, und jetzt müssen wir hier allerdings noch dieses Stück gerade wegmachen. Findet jetzt gerade keinen Weg mehr, ist klar. Such dir doch mal einen neuen, oder? Strom fehlt da, deswegen kann er da vielleicht nicht reinfahren. Jetzt müsste er aber können, oder? Sieht kompliziert aus, als ist. ja, er fährt wieder. Das Stück kommt definitiv weg. Der Bahnhof ist jetzt hier richtig. Kriegt jetzt hier aber ein Einfahrtssignal. So, kann hier nur da reinfahren. Kann da reinfahren. Und Ausfahrt ist nur da, oder? Könnte es da sein, dass das jetzt so richtig ist? Nee, hier kann einer aus dem Tunnel noch nicht raus.
Hier muss noch was passieren. Und zwar noch da. So, jetzt ist aus dem Durchfahrtsbahnhof ein Sackbahnhof geworden, würde ich sagen. Hier geht zwar nichts, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ja. Warte, hier musste ich noch in den Untergrund. Welche Taste war das? Habe ich vergessen schon. Ebene durch Karte. Ne, hier oben vorne ist es. Ne, aufschütten. Ja. War das Bild down? Ne, Bild down war das. Ne, das ist was anderes. Wie komme ich denn jetzt in den Untergrund? Wie war das denn? Die Tante Mimi hatte mir das geschrieben, ne? Ja. Untergrundbauwerkzeuge. Da steht aber nicht jetzt, wie ich das mache. Wo war das denn noch? Nee, X war es nicht. War es Y? Nein. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich in den Untergrund komme. Irgendwo war das hier. Ich meine zwar hier, aber Ebene durch Karte. Ja, ist da, aber Ebene heute höher, tiefer, höher, fast nicht. Wo waren denn diese zwei Pfeile jetzt? Mann. War es doch hier? Nee. War es hierbei? Nee, das ist Geländewerkzeug. Ja, ich meine, es wäre zwar hier gewesen, aber sieht nicht so aus. Eigentlich hier. Und dann da. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Welche Tasten waren das? Nein. Das war die Karte M. Auch nicht. Hilfe. Tastaturbefehle. Wo sind jetzt hier die? Position 1 und Ende. Ah. Karte höher, Karte tiefer? Nee, will er nicht. Was? Ebene durch Karte höher, Ebene durch Karte tiefer. Oder muss ich erst das Dingens einschalten dafür? Das hier. Ja. So sieht's aus. Okay, was kann man hier basteln? Was kann man hier bauen? Zug fährt da rein. Vielleicht drehen wir den hier einfach um. Aber wie, ne? Aber wie? Wie war das? Hier unten ist das etwas schwierig zu basteln, ne? Tunnelende will ich ja gar nicht. Schon lange her, dass ich das mal gemacht habe, ne? War das so? Nee. Irgendwie konnte man im Untergrund auch bauen, oder?
ich weiß, dass man das gemacht haben. Aber wie das war irgendwie mit so Pfeilen, glaube ich, die sich dann da fortbewegten. War aber jetzt nicht so, dass ich dieses hier da mache und dann so. Nee, so war das nicht. Irgendwie habe ich im Untergrund damals das auch gemacht, aber ich weiß nicht mehr wie. Vielleicht, ja. Weiß das noch einer und kann mir das sagen, dann machen wir das. Aber jetzt bauen wir erstmal wieder nach oben. So, wunderbar. Lassen wir das so. Gut, okay. Wir haben das auf jeden Fall soweit vorangetrieben. Ich glaube, wir haben die Bahnsteige erstmal wieder so verbunden. Hier ist das Haltesignal, Auswahlsignal, dass die da rein und rausfahren, sich ein Gleis suchen. Hier ist die Ausfahrt. Hier können sie nicht rein, meine ich. Dann sieht das erstmal einmal so aus, als ob das funktionieren könnte, ne? Sie fahren ja auch noch alle. Es gibt keinen Stau zurzeit. Und dann machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.